Köln, in wenigen Stunden geht es für das Team Soil wieder zur Sache. Bei Let's Dance steht für Sophia Thiel und Tanzpartner Alexandru Ionel, 29, der nächste Auftritt auf dem Programm. Die 28-Jährige ist nicht wirklich zufrieden. Zu Rhythm is a Dancer von Snap. Aus dem Jahr 1992 möchten beide am heutigen Freitagabend die Jury um den knallharten Joachim Jambi, 59, und ihre Fans an den Bildschirmen davon überzeugen, dass ein Ticket für die nächste Runde verdient ist. Da die Influencerin in dieser Woche auf Instagram wie gewohnt erneut einige Einblicke gewährt hat, dürfte den 1,3 Millionen Menschen, die ihr derzeit auf der Plattform folgen, jedoch klar sein, dass das alles sicherlich kein Selbstläufer werden dürfte. Geprägt von so manchen Höhen, aber auch nicht weniger Tiefen ist Thiel beim Tanz der Woche, dem Paso Doble, wieder bis ans eigene Limit gegangen. Am dritten Trainingstag konnte die Choreo dann endlich erstmals komplett durchgetanzt werden. Während die Bayerin im Anschluss mit sich und der Welt haderte, verstand es Ionel, in einem Clip als Motivator zu glänzen. Morgen heißt es dann putzen, putzen und nochmals putzen, hatte Thiel mit Blick auf den weiterhin notwendigen Feinschliff erklärt, und ihren Worten gemeinsam mit ihrem Parkettpartner im Anschlusstanz Taten folgen lassen. Sophia Thiel bei Let's Dance. Was können die Influencerin und Alexandru Ionel aufs Parkett zaubern? Am gestrigen Donnerstagabend gab es dann im Story-Bereich ein weiteres Update zum Stand der Dinge. Leute, wir sind immer noch bei der Durchlaufprobe, sagte Thiel und räumte offen ein. Die ersten beiden Proben waren nicht so zufriedenstellend. Immerhin, die letzte sei allerdings schon deutlich besser gewesen. Laut Ionel, der ebenfalls in einer Story kurz zu Wort kam, sei die gebürtige Rosenheimerin bei der Bewertung ihrer Leistung auch extrem kritisch. Wir verstehen uns blendend und haben Bock, miteinander zu tanzen, sagte er. Das sei laut dem Tänzer hoffentlich noch viele Wochen der Fall. Thiel sei einfach geil.